So, wir sind zurück in Einsiedeln. Bei uns ist Alexander Dies, seines Zeichens Co-Trainer des erfolgreichen österreichischen Teams. Aber Alex, du bist hier nicht als Co-Trainer. In welcher Funktion bist du heute hier? Ja, das ist richtig. Ich bin ausnahmsweise nicht als Co-Trainer hier, sondern als Chef von den österreichischen Masters-Skispringer. Hilf mir weiter. Was genau ist das, Masters-Skispringen? Masters-Skispringen geht im Prinzip ab 30 Jahren an und ist für Junggebliebene, die immer noch gerne Skispringen, die Faszination Skispringen erleben möchten. Die können da teilnehmen und das ist jetzt die Europameisterschaft. Im Winter gibt es auch Weltmeisterschaften. Und da versuche ich einfach das österreichische Team mit Trainern auszustatten und versuchen das professionell zu betreuen und springe auch selber gerne mit. Und da versuchen wir einfach einen guten Job zu haben und die Faszination Skispringen zu erleben. Und du bist auch mitgesprungen heute. In was für einer Altersklasse warst du am Start? Ja, ich bin noch bei den 35- bis 40-Jährigen, bald wie 40. Also es geht auch dahin. Und es geht aber rauf bis, der älteste Teilnehmer war mein Vater, der wird heuer 78. Und bis zu den Jüngsten, die sind noch gar nicht 30. Nachwuchsklasse, also es tut sich da sehr, sehr viel. Und die Mastersbewegung wird immer größer, weil viele ehemalige Skispringer draufkommen, dass es auch, wenn man nicht mehr im Profisport ist, immer noch Spaß machen kann, Skispringen. Und bist du was für eine Altersklasse? Wie alt sind die ältesten Teilnehmer, die da mitspringen? 78 wird mein Vater. Also der ist jetzt da der Älteste. Wir haben ja schon mal einen über 80 gehabt. Und das große Ziel beim Richard ist es auch, dass er gesund bleibt und dass er dann mit 80 auch noch springen kann. Und dann mit seinem Schützling, dem Goldi, in einem Team für Österreich wieder springt. Und du bist heute, hast jetzt zweimal Zweiter geworden. Und wir melden uns jetzt gleich nochmal mit dir und von dir, wenn die Siegerehrung über die Bühne geht. Bis gleich nochmal. Ja, super. So, und jetzt haben wir die Siegerehrung. Da steht der Vater von Alex, 78 Jahre alt. Respekt. The financial CEO from IMC, Alex Winterhall, the management from IMC, or our organization committee president Ralf Schmiede. Und man sieht gewaltiges Interesse. Auf dem ersten Platz mit der Goldmedaille bedacht. Ich habe dies aus Österreich. Und da ist er runtergesprungen. Place and medal. Alle Achtung. Gold Medal Richard Dies from Austria. Und zu seinen Ehren spielen wir jetzt die österreichische Nationalhymne. Den zweiten Rang, Silbermedaille, second place. Silbermedaillist representing Austria, Alex Dies. Zuoberst auf dem Podest, erster Rang, Goldmedaille, first place, Goldmedalist, representing Switzerland, Bruno Reiteler. Also das war die Siegerehrung, eine von zweien, bei denen der Alex jetzt für seinen zweiten Platz geehrt worden ist. Da oben gibt es Besuch. Also, Riesen-Zinnober hier, richtig was los, großes Interesse auch. Man muss auch dazu sagen, es werden insgesamt 26 Siegerehrungen vorgenommen hier. Es wurde auf jeder der drei Schanzen, die man da sieht, 40, 70, 117 so ungefähr, wurden in verschiedenen Altersklassen wurde gesprungen und jetzt werden sie geehrt, und zwar alle. Dauert ein Weilchen, ist aber eine wirklich tolle Sache für alle, die dabei waren. Und die Jungs, die sind richtig fit. Egal welche Klasse, 50, 60, 70, alle in Bestform, und das ist richtig spannend. Das nächste Mal werden wir uns ganz sicher auch einen Wettkampf anschauen, denn ich bin überzeugt, dass das auch schöne und spannende Bilder sein werden, die wir da zeigen. So, Alex, jetzt haben wir die Siegerehrung hinter uns gebracht. War richtig was los, großes Interesse. Wie ist dein persönliches Fazit oder wie ist das österreichische Fazit von dieser Veranstaltung? Alles bestens? Ja, wir sind natürlich hochzufrieden. Wir haben das erste Mal, waren wir nicht nur die zahlenmäßig stärkste Mannschaft, sondern haben auch den Medaillenspiegel gewonnen. Und jeder von uns nimmt eine Medaille mit Hause, von dem her sind wir natürlich hochzufrieden. Das Allerwichtigste ist aber das, dass wir alle wieder gesund nach Hause fahren. Einer hat eine kleine Note an der Lippe, aber die wird schnell wieder verheilen. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Sommer-Grand Prix von den Stars. Die haben uns heute schon Vormittag zugeschaut, ein bisschen Thomas Morgenstern hat uns angefeuert.
Und jetzt werden wir sie anfeuern. Wir waren jetzt bei den Masters immer die stärksten Fans. Und das wollen wir jetzt in der Schweiz auch schaffen beim Sommer Grand Prix. Super. Jetzt noch eine ganz wichtige Information. Wer euch sehen will, wo seid ihr das nächste Mal am Start? Wo ist die nächste Masters Competition? Also die nächste ganz große Veranstaltung ist im Winter in Polen, in Tschirk, ist die Weltmeisterschaft im Anfang März. Und wir haben österreichische Meisterschaft im Rahmen der österreichischen Meisterschaft in der Ramsau Anfang Oktober. Das schauen wir uns ziemlich sicher an. Vielen Dank, Alex. Bis dann. Tschüss. Ciao.